Im heutigen Roblox Adopt Me Video machen wir einen Mega Neon Pfau. Ihr habt richtig gehört, meine kleine Pocahontas wird Mega Neon. Vergesst nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Oh mein Gott, so viele sind da. Das ist mega, mega cool. Wir machen Mega Neon. Let's go, let's go. Okay, okay. Lilo, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo? Da ist Lilo. Hi, Lilo. Hi. Okay. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me mit der Lilo. Ja, die nix sagt leider. Ich hab... Schade, Lilo. Hab ich was gesagt und bin dabei dem neben mir auf den Kopf gesprungen vielleicht. Schade, Lilo. Mach mal los. Da kam nix an. Mann, eigentlich habe ich Hallo gesagt. Dann nochmal jetzt. Hallo. Hallo. Man muss es irgendwie mitmachen. Wir sind hier gerade mit einigen Rawlies am Server und machen heute ein Mega Neon Peacock. Wir sind heute mit einigen Rawlies hier. Falls ihr auch meinem Spiel beitreten wollt, wenn ich meine Joints anhab, dann folgt mir unbedingt auf Roblox. Es bringt nichts, mir eine Freundschaftsanfrage zu schicken, denn nur wer mir folgt, kann tatsächlich meinem Spiel beitreten, wenn ich meine Joints anhabe. Dazu müsst ihr einfach auf die drei Punkte klicken auf meinem Profil und dann folgt ihr mir. Außerdem könnt ihr gerne meinem Discord-Server joinen. Da poste ich immer, wenn meine Joints an sind und ihr mir folgen könnt. Wir schreiben mal in den Chat. Seid ihr bereit für Mega Neon Pocahontas? Seid ihr bereit für Mega Neon Pocahontas? Wer bist du? Du bist Levin. Levin. Levin, bist du bereit? Ja! Woo! Okay, okay, ihr seid alle bereit. Dann geht's los. Lilo, bist du bereit für Mega Neon Pocahontas? Los jetzt, du spannst uns immer auf die Folter. Los jetzt. Oh mein Gott, warte, lass mich kurz gucken, ob meine Aufnahme an ist. Ich bin hysterisch. Ja, ja. Okay, wir placen Pocahontas Nummer 1. Sie ist riesig. Oh mein Gott. Warum ist denn jetzt Pocahontas so riesig? So, guck mal. Sie ist... Ihr seht es nicht, ne? Aber die Zuschauer, die gerade das Video gucken, sehen es. Pocahontas 1 ist quasi überlebensgroß. Ich habe keine Ahnung, warum. Oh mein Gott, so. Und die letzte Pocahontas ist unterwegs. Lilo? Schnell, los geht's. Let's go! Oh mein Gott, wo ist sie? Pocahontas! Pocahontas! Wo ist sie? Oh Gott. Da ist sie, sehe sie, sehe sie. Ich sehe sie nicht! Oh mein Gott, da ist sie! Oh mein Gott, ich kann sie nur nicht anklicken, weil ich mich ein bisschen anstelle vielleicht. Oh mein Gott. Aha. Da ist sie. Oh mein Gott. OMG, sie ist wunderschön. Oh mein Gott, seht ihr sie? Zweites Mal, ich kann sie auch fliegen. Ich fliege sie mal ganz kurz in die Lüfte, dass ihr sie gut sehen könnt. Das ist sie. Wow, oh mein Gott, Lilo. Sie ist einfach tausendmal schöner in Mega Neon als wie in Neon. Oh mein Gott, ja. Ich komme gleich wieder runter zu euch, dass ihr sie nochmal genau angucken könnt. Wow, ich möchte es nur ganz kurz den Zuschauern zeigen, wie es aussieht. Wow. Oder? Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, wir reiten wieder. Wow, es sieht einfach nur cool aus. Ich hätte gesagt, ich mache jetzt einfach mal die Trades an. Trades sind an, wenn ihr offern wollt. Ich guck mal ganz kurz, was die Rawlies für einen Mega Neon Flyride Peacock bieten würden. Und mein erster Trade ist, okay, ich habe kein Offer, tut mir leid. So, alle so, um Gottes Willen. Du hast ja gar keinen Hut wieder aufgesetzt. Das ist gar nicht die richtige Pocahontas das ohne Hut. Das stimmt, das stimmt. Okay, Esrin bietet ein Känguru, ein Unicorn. Ich bin ein bisschen hysterisch. Ein Lama, einen Neon Dog, ein Sloth, ein Royal Egg, zwei Royal Eggs und zwei Fossil Eggs. Nachdem das, ich glaube, eines der teuersten Pets ist, das ich jemals gemacht habe. Wie viele Leute, wie viele Robux haben wir ausgegeben? Wartet mal ganz kurz. Wir müssen mal ganz kurz zusammenzählen. Wir haben 16 mal 550. Oh mein Gott. Plus, also leider Gottes haben zwei Flyride gehabt. Plus, machen wir mal noch ganz normal. Okay. Also mein Peacock hat 9245 Robux gekostet. Was sagst du dazu? Ich bin schockiert.
Eigentlich ja mehr. Eigentlich ja mehr, weil ich wollte eigentlich alle mit Flyride ausstatten, weil es einfach so viel schneller geht, gefühlt. Darf ich dir was schenken? Nein, es tut mir leid, Geschenke. Geschenke sind aus bei mir. Es tut mir leid. Keiner traut sich. Okay, es traut sich niemand. Lilo, es traut sich niemand zu opfern für Pocahontas. Okay. Ich kannst du doch da auch nur mit einem anderen Mega-Leon-Pad kommen. Eigentlich ja, ne? Eigentlich. Also. Oder verschiedene Neon-Pads halt, würde auch gehen, wenn es mehrere sind. Ja, oder so krasse Neon-Pads halt einfach, ne? Also die halt so richtig, richtig heftig sind, so, weiß ich nicht. I don't know. Ja. Fällt gerade halt kein Beispiel ein. Ne, die es halt nicht mehr gibt, etc. Das würde auch gehen. Klar. Genau. Oh mein Gott, guck mal, da ist eine Shrew! Oh, sie ist süß. Oh, Nibble. Oh mein Gott, da ist ein kleines Pig! Ich stehe aus Versehen auf ihrem Kopf. Das war keine Absicht. Mach sie hin. Oh mein Gott. Leute, schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare. Soll ich mit... wartet mal ganz kurz. Bevor ich weiterspreche, ich bin Pocahontas. Ich bin very unprofessional. Wir brauchen noch den Hut. Wir brauchen noch den Hut. Hut. Wir brauchen unbedingt den Hut. So, haben wir jetzt alles? Haben wir jetzt alles? Ja! Man sieht leider nichts. Da ist der Hut. Ja. Hut. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, soll ich mit Pocahontas auf einen Rich-Server gehen und gucken, was Leute für Pocahontas bieten. Denn wie Lilo gerade schon gesagt hat, ich glaube, dass es definitiv nur wert ist, wenn man irgendwelche richtig krassen Mega-Neon-Pads für sie bekommt. Denn es war ein absoluter Struggle. Lilo, wie viele Stunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, aber gefühlt haben wir uns nur noch in Roblox gesehen. Also ich habe quasi nur noch Roblox gespielt und habe nur noch meine Pfauen hochgezogen und Lilo genauso. Wir haben uns dann immer in der Schule getroffen, bei Hot Springs. Und auf dem Campingplatz. Es ist einfach nur zu krass, aber wir haben es geschafft. Pocahontas ist einfach mega neon. Okay, Leute, da die Rollies alle kein Offer haben für die Mega-Neon-Pocahontas, weil sie ist einfach nicht nur Legendary, sondern sie ist auch noch Mega. Also sie ist quasi Mega-Legendary. Mega-Legendary, da hast du aber eine neue Wortkreation geschaffen. Ja, also sie ist Mega-Legendary und ich liebe sie einfach zu sehr. Zeige ich jetzt noch die Tricks. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie die Tricks ausprobiert. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Warte. Komm mal jetzt her, Pocahontas. Jetzt warte, Tricks. Sit. Sit, Pocahontas. Sit. Ja, das machst du prima, Pocahontas. Ey! Ey, da hat jemand Pocahontas getreten, Lilo. Nein, wer war das? Hallo? Ich bin mir nicht sicher. Da, hier, er. Er auf seinem Hund. Vielleicht will der Hund die Pocahontas essen. Nein, doch. Pocahontas, Bag. Bag? Nein, achso, wenn ich mich bewege, dann macht sie den Trick nicht mehr. Ich schaff's, wartet, Bag. Ja, oh mein Gott, siehst du das? Es ist so putzig. Oh mein Gott, es ist einfach nur mega krass putzig. Jetzt warte mal. Ein paar Sekunden später. Wir haben uns jetzt einfach ganz kurz versteckt. Und jetzt machen wir den Trick nochmal. Bag. Wartet. Oh mein Gott, es ist so putzig. Seht ihr das? Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie ist einfach das Tollste ever. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie findet ihr Mega-Neon-Pocahontas? Ich bin einfach so mega, mega, mega krass glücklich. Und ich bin auch richtig krass gespannt, was wir in einem Rich-Server bekommen. Das machen wir nicht mehr heute, weil es dauert ewig lange, bis man tatsächlich in einen Rich-Server reinkommt. Oh mein Gott, guck mal den Trick an, Lilo! Macht. Ey, sie ist einfach toll. Sie ist klasse. Oh mein Gott, sie ist so mega, mega klasse. Wow. Ich bin einfach... Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur mega krass begeistert. Trick 1, glaube ich, haben wir noch nicht gesehen. Trick 1. Let's go. Oh! Warte, da müssen wir ein Stückchen... Was? Oh mein Gott. Wie süß ist das denn bitte? Oha, sie ist einfach zu krass. Ganz ehrlich, Pocahontas ist einfach zu krass. Wow. So, Pocahontas Trick 2 haben wir noch nicht. Pocahontas Trick 2. Oh mein Gott. Was?
Also, sie ist wirklich mega legendary. Alter. Oh mein Gott, ist sie süß. Sie ist der absolute krasse Hammer. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist der... Wow. Ich danke, dass ihr dabei wart. Und an alle Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.